Was geht ab, Team Tapir? And welcome back zu einem neuen Video. Ja, und in diesem Video wollten wir eigentlich, ihr wisst es ja, durch den Wasserschaden in unserem Büro ist viel Schaden entstanden, neue Möbel kaufen. Und da hatten wir die Schnapsidee. Wir könnten ja einen Tag lang nur bei Ikea essen. Wobei eigentlich hatten wir gedacht, wir fahren einmal zu Ikea und essen dort. Und heute Morgen meinte er so, weckt mich so, Schatz, wollen wir bei Ikea frühstücken? Ich so, was willst du eigentlich von mir? Deswegen sind wir jetzt bei Ikea, schauen uns das Frühstück zum allerersten Mal an, fahren dann zum Sport, um später wieder zum Ikea zu fahren, weiter zu essen und einzukaufen. Läuft ja bei uns. YouTube-Lifestyle. Wo gibt's denn das Essen? Eigentlich oben? Und jetzt? Ich fühl mich so lost. Gib mir mal so ein Omelette. Von wegen, wir essen nicht so viel. Hat so ein bisschen was von so einem Krankenhaus-Feeling, meintest du gerade eben schon, ne? Ja, ich würde sagen, richtig saftiges Frühstück. Ich meine, wir hatten eine riesen Auswahl, konnten aus allem eigentlich wählen. Sogar Brötchen in Herzchenform. Und wir haben jetzt einfach 15 Euro bezahlt. Gerade mal 15 Euro für diesen ganzen Tisch. Und ich habe auch schon des Öfteren gehört gehabt, dass das Frühstück hier tatsächlich sehr gut sein soll. Preis-Leistung. Probieren wir mal, mein Schatz. Was hast du dir hier gegönnt? Das ist am Geisten hier. Fun Fact, ich liebe grünen Wackelpudding. Ja, den musste ich mir irgendwie einfach gönnen. Schreib mal bitte in die Kommentare, wer fängt eigentlich mit dem Süßen an, als erstes zu essen? Scheinbar Toti. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich mit dem Omelette vielleicht mal anfangen. Ja, man sieht auf jeden Fall direkt, dass es nicht aus frischen Eiern ist. Echt? Also. Ja. Kann man das machen? Was, so schlecht? Nicht dein Ernst. Dein Ernst? Voll ekelhaft. Echt? Das muss ich jetzt auch mal probieren. Diejenigen, die mich des Längeren verfolgen, ich liebe Omelette, Eier, also Rührei, alles was dazu gehört. Ja, es ist echt eins der schlechtesten Omelettes, die ich in meinem Leben gegessen habe. Es schmeckt wie so ein, weiß ich nicht. Es schmeckt wie Pappe. Man könnte es auch in so einen Automaten tun. Es schmeckt wie so ein Omelette aus dem Automaten. Also das ist echt nicht geil. Hey, wo wir gerade dabei sind, jetzt muss ich mal ganz kurz direkt den Pancake probieren. Der ist okay. Kann man machen. Ist in Ordnung. Macht euch euer Omelette selber. Definitiv. Ich liebe ja Kaffee. Kaffee ist ja echt mein Kryptonit. Deswegen testen wir den mal. Aber wie schlecht kann ein Kaffeekrämer sein? I don't know. Ist okay. Ich glaube, da stand sogar Bio-Kaffee, Bio-Bohnen oder irgend sowas. Also habe ich auf Raststätten schon schlechter getrunken. Aber ein bisschen süß ist es ja schon, dass es hier so eine Herzchen sind, ne? Die finde ich echt knuffig. So ein Herzbrötchen. Ja, doch. Ich probiere jetzt mal meinen Wackelpudding. Schön mit Vanillesoße. Der ist geil. Der ist geil. Habt ihr euch erst Wackelpudding mit Vanillesoße zum Frühstück? Perfekt. Hast du schön ein bisschen Energie, direkt Zucker fürs Training. 1A. Und bevor wir uns zum Mittagessen wiedersehen, 60% von euch da draußen haben uns noch gar nicht abonniert. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann jetzt sehr gerne abonnieren, die Glocke aktivieren und immer schön unsere Videos liken. Und schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, was wir als nächstes drehen sollen. So, in dem Sinne, bis zum Mittagessen. Ikea Runde 2. Was soll ich euch sagen? Fertig vom Sport, umgezogen? Direkt wieder zu Ikea gefahren. Gut, dass wir in Hamburg wohnen und das jetzt nicht so sonderlich weit weg ist. Ab geht's zum Mittagessen. Wir fühlen uns schon hier wie zu Hause. Haben uns vorhin die Leute geschrieben auf Instagram. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr damals mit Juna das erste Mal bei Ikea waren? Wir waren einfach zwei Stunden. Da ist der Wickelraum. Da ist er. In diesem Wickelraum waren wir einfach die erste Stunden. Alles gut. Wir sind jetzt seit einer Stunde bei Ikea und seit 45 Minuten im Wickelraum. Aber danach waren wir wirklich abgehärtet. Danach konnte uns nichts mehr schocken. Nimmst du bitte diesmal so einen Wagen? Wie so ein Rollator, wie so ein Rentner. Hier. Let's go, Omi. Oh Gott, da komm ich mit meinem So, heute im Angebot Planbula, Köttbula, Lachsfilet, Sparis und Sparis. So. Und auf das. Hallo. Einmal Köttbula, eine Portion und einmal die Sparisch mit dem Geflügelschnitzel. Schnitzel, ja. Ich stelle das immer auf unseren Rollator. Muss man das mit auf die Spargel oder auf die Kartoffeln? Über beides. Einfach so drüber. Ich serviere einmal Krankenhausfood. So, wir haben hier Schnitzel mit Spargel und Kartoffeln. Und Tots Hollandaise. Und Tots Hollandaise. Eigentlich die Portion ist mächtig auf jeden Fall. Ja. Da haben wir mal Köttbullar, Kartoffelpüree,
Erbsen und einen Beilagensalat für uns beide und zwei Getränke und bezahlt haben wir 21,30 Euro. 30. Ist in Ordnung, kann man machen, oder? Mal schauen, wie es schmeckt. Fangen wir an, Schatz, die Ladies first. Also das Schnitzel ist schon mal nicht kross, sieht man direkt. Eine 4 von 10. Eine 4 von 10, echt? Ist halt nicht kross, ne? Kann man machen. Kann man machen. Muss man auch nicht. Bin ich mal gespannt, was du den Spargeln sagst. Ich glaube, also bei Kartoffeln kann man nicht viel falsch machen, ne? Aber Spargel? Ja. Ja? Ist halt 90% Wasser. Kartoffeln. Ist okay. Ja? Ist ein solides Mittagessen, ja. Gesamtnote würde ich sagen. Eine 5. Von 10. Ja, so ein Mittelfeld. Ja. Umso gespannter bin ich hier drauf. Ich glaube, ich habe das Original das letzte Mal vor 5 oder 6 Jahren gegessen. Ich müsste lügen, aber irgendwo so in die Richtung. Schreibt mir direkt in die Kommentare, was isst ihr am liebsten im IKEA? Das würde mich mal wirklich interessieren. Also. Eigentlich müssen wir auch mal einen Tag nur Schwedisch essen. Einen Tag nur Schwedisch wäre auch nice. Schmeckt halt wie Hackbällchen, ne? Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, schmeckt halt wie Hackbällchen. Vielleicht ist ja jemand von euch Schwede und kann uns den Unterschied erklären zwischen Köttbullar und einfach Hackbällchen. Yeah. Und ob es überhaupt einen gibt. Probier mal die Kombi. Irgendwie gute Hausmannskost einfach. Ja, irgendwie ist es der Ikea-Vibe. Es ist so Ikea-Vibe einfach. So gute schwedische Hausmannskost. Isst man das eigentlich in Schweden oder ist das nur so ein Ikea-Ding? So ein deutsches Ding. So ein Ikea-deutsches Ding, das würde mich mal interessieren. Voila! Alter, dieser Daimkuchen riecht einfach schon nach Karamell. Ist geil, ne? Das riecht bitte als Raumduft. Okay, er riecht sexy, Alter. Ich hab die damals geliebt. Ich hab die damals immer gekauft und ich hab das ganze Ding gegessen quasi, komplett. Jetzt bin ich aber gespannt, was du dann zur Waffel sagst. Die ist geil. Ja? Ja, geil. Der müsste ein bisschen kälter sein, aber der ist geil. Aber seriously, das schmeckt viel besser. Mhm. Na, dagegen ist das Kindergarten. Sorry, geil. Also süß können die. Geil. Ja, ne? Ja. Vanillesoße passt auch gut. Ja. Yeah. Und eigentlich sind wir zu IKEA gekommen, weil wir diese Schränke gesucht haben, die nach dem Wasserschaden einfach unten komplett aufgeweicht sind und jetzt brauchen wir neue. Ja, aber ich würde es gerne doch ganz geschlossen haben. Ganz geschlossen haben. Einfach, damit es ein bisschen ruhiger ist. Ja. Ihr werdet natürlich noch eine Roomtour bekommen, wenn das Büro komplett schick ist, fertig ist, mit Deko ausgestattet ist. Wenn man nichts mehr vom Wasserschaden sieht. Wenn man nichts mehr vom Wasserschaden sieht, das wird richtig, richtig schön. Hey Schatz, lass doch mal kurz zu IKEA. Wir brauchen eigentlich gar nichts. Wir essen nur. Das ist immer so. Tidim. Irgendwie geht man nie mit leeren Händen raus. Jetzt haben wir aber Hunger. So, was natürlich nicht fehlen darf nach so einem Besuch, ist ein saftiger Hotdog. Oder zwei. Sind zwei Hotdogs schon mal? Also zwei haben wir schon mal aus einem zwei gemacht. Genau. Dann nehme ich den auch bitte. Last but not least. Du wolltest noch machen. Ich linse, da hinten ist so ein leckerer Vanillemuffin. Ist das Schoko da unten? Vanille mit Schoko. Ja, den nehme ich. Ja, ein Muffin. Den nehmen wir auch. 5,84 Euro. So sieht der ehrlich gesagt ein bisschen traurig aus, ne? So ganz nackig. Kartoffelpüree eingefroren. Ey, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ist das eingefrorenes Kartoffelpüree? Ist das Kartoffelpüree eingefroren? Echt? So was gibt es? Ey, das sind irgendwelche Kartoffeln. Mashed Potatoes, doch. Das sind so eine Stäbchen und dann matschst du sie quasi. Ja, also ich mache mein Kartoffelpüree immer noch gern selber. Selber, ja. So, mein Schatz. Unser Abendessen. Lecker, oder? Auf Ramondisch angelehnt. Auf Ramondisch angelehnt. Ich muss ja wirklich sagen, für mich ist es ein Stück weit aufatmen, dass jetzt diese Hotdog-Station wieder auf. Es ist so, ehrlich, ist die IKEA-Experience wieder vollständig. Nicht Spaß, es gibt schlimmere Probleme auf der Welt, deswegen. Wir freuen uns jetzt einfach mal über unseren Hotdog. Laber nicht so viel, jetzt beiß doch endlich mal ab. Laberst du hier eine ab? Man kennt sie. Gab leider keine Geflügel-Hotdogs. Gab's Tücher? Nein, doch. Aber ich habe keine mit. Ja, ist geil, wie immer. Ja. Das ein einzige Menschen auf dieser Welt, der diesen Hotdog isst, ohne eine Sauerei zu machen, ist einfach absolut unmöglich. Es gibt vielleicht Leute, die den auf 1 reinschieben. Mhm. Du kannst auch was auf 1 reinschieben. Ich hab's mir gedacht, als ich diesen Satz ausgesprochen habe, dass da bestimmt noch was kommt. Und jetzt gibt es diese Babys hier. So ein Fake Twix und so einen geilen Vanille-Schokomuffin. Der muss da einfach sein.
Hast du noch Hunger, mein Schatz? Eigentlich nicht. Aber ich habe voll Bock darauf. Also heute richtige Sweet Party hier. Diese zwei schönen Dinger, die müssen auf jeden Fall nochmal gegönnt werden. Hier, mach mal auf. Oh je, geflogen. Das ist schon voll geschmolzen. Echt? Aha. Oh, weil ich so heiß bin. Oh, ist der saftig. Der schmeckt nicht so extrem süß, sondern so ein bisschen softer. So ein bisschen Zucker, nicht viel. Nicht so ein bisschen Diabetes. Ist ein solider Muffin. Solider Muffin. Ja, und das ist halt ein Twix. Echt? Ja. Der schmeckt absolut nicht gut. Der schmeckt einfach nicht gut. Ihr schreibt direkt in die Kommentare, was wir als nächstes drehen sollen. Ob ihr einen zweiten Teil haben wollt, Glocke aktivieren, abonnieren. Und sehen wir uns im nächsten Video wieder, Daumen wenn es wieder heißt. Geben. Daumen nach oben geben. Für dieses schreckliche Omelette, was wir essen mussten, haben wir einen Daumen nach oben verdient. Im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Johnny, Jody und Juna. Mach's gut. viel zu süß. Der schmeckt echt Katastrophe. Was ist das? Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, solche süßen Sweets zu essen. Oh, der ist geil. Und mir voll heiß.